Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei ist heute, liebe Escation. Was Yo, geht? Yo, Leute, was geht? Ab Hi, ich bin Tobi. Alles gut bei dir, Alter? Okay, ja, gut, okay. Wir probieren heute mal wieder ein bisschen was aus und zwar einen wunderschönen Glitch, Alter. Und hier ist dieser wunderschöne Pokal, den tatsächlich auch Hand of Blood hätte haben können. Wenn er dann gewonnen hatte. Guck mal hier, Scissors hat gewonnen und auch eine Menge andere Leute. Buga! Nee, also Buga hat Credit. Buga. Ja, gut, alles klar. Wir gehen mal ganz kurz in die Insel rein, meine Freunde, denn heute möchten wir einen ganz besonderen Bug ausprobieren. Und zwar den Buga-Bug. Den Superman-Bug. Und zwar kann man mit einem bestimmten Bug wirklich rumfliegen wie Superman. Und ich habe da auch schon den passenden Skin für tatsächlich an. Jeder weiß, dass der Ritter mit dem Mach das weg! Jedenfalls geht es heute darum, Leute, dass wir tatsächlich mit einem kleinen, aber feinen Bug herumfliegen können wie Superman. Dazu brauchen wir erstmal einen Mac. Tobi, spawn mal einen. Roboter, ich hasse die, Alter. Ich bin noch nie mit einem gefahren. Bist du wirklich nicht? Bumm. Also, geil, gut. Digga. Tobi, wollen wir vielleicht. Komm, Tobi. Nee, Tobi, nee. Ich glaube, nein. Nein. Mein hat einen Anfall. Gut. Okay. Wollen wir vielleicht einfach. Erklär doch mal, was bei dem Bug jetzt passiert. Nein. Und zwar setze ich mich jetzt erstmal hier in den Mech hinein. Ich glaube, ich muss nach oben oder unten, ist es egal? Geh nach oben. Okay, gut. Ich sitze oben in den Mech rein. Tobi, was passiert jetzt? Ich versuche jetzt die Plattform zu löschen. Dann sollst du in der Luft. Ja. Dann machen wir das nochmal. Also, pass auf, ich setze mich nach unten rein. So, jetzt leuchte ich mal das Ding. Ah, ich stehe in der Luft, guck mal. Nee, tust du nicht. Gut, ist so schlimm. Ich habe eine Idee, Ja? Okay, warte, ich glaube, während das aufbaut, geh mal rein. Wie während das aufbaut? Mach gerne mal. 3, 2, 1, go. Ja! Da war ich. Genau, jetzt das Ding da drunter wegmachen. Jawohl, Hilfe! Digga. Tobi, jawohl. Ich sitze schräg! Tobi, Hilfe! Tobi! Alles klar. Okay, gut, Leute. Wenn man das geschafft hat, also quasi, der Schritt ist relativ schwierig, aber eigentlich doch relativ simpel. Und zwar, sobald ich einsteige, muss Tobi den Roboter, in dem ich drin sitze, löchen und direkt danach quasi das Pad, auf dem der Roboter gestanden hat. Dann bin ich in dieser komischen Schwebeposition hier. Und jetzt muss Tobi ganz kurz... Kannst du aufhören? Kann ich eigentlich jetzt hier gerade... Ja, gut. Tobi muss auf jeden Fall ganz kurz das Team wechseln, mich einmal töten, meine Freunde. Und dann respawne ich in der Lobby und bin quasi schon in dieser Glitch-State. Und wenn ich dann wieder rejoine, wird quasi von meinem Charakter eine Art Kopie erstellt und alles, was man auf diese Kopie anwendet, wird quasi auf meinem zweiten Charakter, den ich dann steuere, quasi auch angewendet. Relativ kompliziert. Richtig. Ja, jetzt muss Tobi mich eigentlich nur noch umbringen, aber ich hoffe, dass er, wie gesagt, ganz lieb zu mir ist und das nicht tut, weil... Nimmst du Schaden? Nein. Dann drückst jetzt Respawn und instant danach, also während du respawnst, machst du zurück zum Zentrum. Boah. Hast du? Nee, Respawn. Warte, wenn ich jetzt das Spiel wechsle... Du hast die Insel verlassen. Ich glaube, warte. Ja, so jetzt komme ich rein, warte. Du schwebst immer noch hier, Digga. Ja. Es hat, glaube ich, geklappt. Weil jetzt nämlich hier 2 von 3 Spielern drin. Ich bin jetzt quasi der dritte Spieler in der Insel, obwohl ihr eigentlich... Ja, Leute, es hat funktioniert. Schaut mal. Da ist quasi der weibliche No-Skin, der ich eigentlich bin. Wenn ich jetzt hingehe, kann ich mich jetzt quasi selber schlagen. Also jetzt hier, schlag mich mal. Aua, ich krieg Schaden, hör auf damit. Okay, warte, kann ich die Waffe hier aufnehmen? Ich kann momentan gar nichts machen. Ich kann nicht springen, ich kann gar nichts. Du musst respawnen und nochmal Hub machen eigentlich. Okay, also respawn und dann, zurück zum Zentrum. Ja, mein hier. Das musst du so oft machen, wie, bis du wieder mit der Spitzhacke schlagen kannst eigentlich. Also im Hub kann ich mit der Spitzhacke schlagen? Ja, dann kannst du es jetzt hier auch gleich eigentlich. So, und jetzt bin ich noch da als Kopie, ja, ne? Ja, du bist noch da, alles gut. Okay, sehr gut, dann komm ich mal runter hier. So, Achtung, jetzt kommt Opa. So, und jetzt kann ich mit der... Oh, ich hab mich selber gehauen. Ich kann leider keine Emotes machen. Kann ich hier die Waffe nehmen? Nee, kann ich nicht. Okay, aber ich kann mich schlagen. Okay, gut, Leute. Jetzt haben wir quasi das Ding geschaffen, was wir brauchen als Grundlage. Jetzt haben wir quasi eine Kopie von mir erstellt. Das ist Tobi. Das hier bin ich. Ich kann, wie gesagt, nicht tanzen. Ich kann nicht springen, aber ich kann zumindest schlagen. Das ist schon mal ganz und wichtig. Und Spaß haben. Denn Tobi, was machst du jetzt? Tobi schmeißt nämlich ein bestimmtes Item unter mich, meine Freunde. Und diesen Effekt, den das Item mir gibt, wird jetzt quasi auf diese Ritterrüstung von meinem Klon hier quasi angewendet werden. Tobi, schmeiß mal ganz kurz. Denn? Das heißt irgendwie Jump-Vent, glaube ich, oder sowas. Das ist so ein Ventilator ist das. Den musst du einfach nur unter mich placen. Ich schmeiß es mal hier hin kurz. Den muss ich jetzt kopieren. Tobi, kopier mal ganz kurz das Ding unter mich drunter. Ich muss den Geysir hier kopieren, habe ich gerade gesehen. Den Geysir, okay, mach mal runter. Okay, Achtung. 3, 2, 1 und Abflug. Oh mein Gott, ich fliege. Tschüssi. Leute, guck mal jetzt hier. Ich kann jetzt tatsächlich meinen Schirm öffnen, um Höhe zu gewinnen. Und ich komme wie Superman. Digga, du bist Superman, richtig Alter. Nice voran. Digga,
Tobi, ich bin Superman, guck mal. Ja, mein Digga, dich werde ich an Epic Games reporten, weil so ein Müll, was du hier gerade machst, so hallo, das zerstörtes Spielwesen. Nein, 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 Tobi, komm, warte, auf, warte. Alter. Ich cheate nicht, hör auf. So, okay, Leute, ich würde sagen, jetzt, wo ich fliegen kann wie Superman, schauen wir uns mal ganz kurz auf der Main Map ein bisschen um. Tobi, du musst gleich nochmal ganz kurz, falls ich hier die Border jetzt gleich crosse, das Ding nochmal replacen. Jetzt, um genau zu sein, Tobi, ja. Replace es. Mach's nochmal weg und nochmal hin, schnell. Okay, warte. Schnell. Hab ich. Okay, nice, jetzt geht's wieder. Gut, sobald ich quasi durch die Border fliege, meine Freunde, nimmt's mir quasi den Effekt weg. Aber ich kann jetzt einfach mal rüber auf die Main-Insel fliegen und euch da einen ganz, ganz witzigen Nebenaspekt zeigen. Man muss gucken, dass man nicht zu hoch fliegt, denn je höher man fliegt, umso wahrscheinlicher ist es, dass man stirbt. Es gibt ja eine Skybox quasi, wenn ich diese Skybox berühre, meine Freunde, bin ich auch dead. Witzig ist es nämlich jetzt, dass wenn ich jetzt um verschiedene Sachen rumfliege und in die Sachen reinfliege, kann ich tatsächlich Damage machen dazu. Und durch Wände und sowas durchfliegen. Ist ein super weirder Bug, keine Ahnung, was es genau ist, aber auf jeden Fall eine echt nice Geschichte, weil wie gesagt, wir können hier einfach wirklich wie Superman rumfliegen und komplett wie Superman durch die Gebäude durchfliegen. Guck mal hier. Bum, 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 bum. Und ich mache hier einfach alles kaputt, Leute. Schaut euch das mal an. Die Frage ist natürlich jetzt, funktioniert das in Tilted oder bin ich dann stuck in Tilted? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich hier als Superman einfach mal den kompletten Block auseinandernehmen, wenn ich möchte. Und die Frage ist natürlich jetzt, wie sieht es aus mit Objekten, die ich nicht zerstören kann? Also mal gucken, wie das halt in Tilted ist. Wie gesagt, super einfacher Bug, der natürlich halt im Public Games gar keinen Vorteil bringt. Ist einfach nur so ein kleines Fun-Ding. Finde ich aber extrem nice irgendwie. Ich fände es voll geil, so ein Spielmodus zu haben, wo man halt die ganze Zeit am Fliegen ist. Weißt du, was ich meine? Aber wenn man halt so einen Superman-Spielmodus hat, wäre das eigentlich schon ganz geil. Ich möchte mal ganz kurz hier gucken, ob jetzt auch Schwerkraft hier auf das Ding angewandt wird, wenn ich jetzt hier wirklich jede Wand kaputt gefahren habe, Alter. Geh kaputt, Alter! Junge. Das Ding ist, wenn ich jetzt andere Sachen zum Beispiel hinplace. Was denn? So nee, was anderes placen oder so, sollst du jetzt gerade nicht machen. Sonst verliere ich ja meinen Effekt, dann sterbe ich. Nee, aber du kannst nicht. Mal, werf mal eine Snow Grenade auf mich zum Beispiel, einen Schneemann. Mach das mal ganz kurz. Und dann einen Impuls will ich mal, okay? Ob es sich dann so weghaut oder so. Okay, try mal. Okay, ich hab, warte. Hast du das ja. gemerkt? Ja, 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 ich hab so kurz gebaut. Mach nochmal die Impuls. Ja, ist ab. Okay, kommt. Hast du gemerkt? Nee, hab ich nicht gemerkt, tatsächlich. Okay, mach mal Schneemann. Oh lol, ich hab Eisfüße jetzt. Was? Hä, ich hab jetzt Eisfüße. Digga, das ist so krass, wenn du einfach hier bei okay, mir bist. Okay, mach mal diese Schneemann-Granate, nicht diese Eisgranate, diese Rotgranate. Niemand. Mach das mal. Bup. Oh lol, ich hab das einfach an mir. Oh mein Gott, wie funny ist das, Digga, eigentlich? Du bist einfach hier bei mir. Junge. Und ich krieg das halt alles ab und ich flieg hier währenddessen gerade durch Pleasant Park und mach ganz Pleasant Park mit meinem Dickkopf kaputt, Alter. Junge. Krass. Mach mal eine Boogie Nate kurz. Bup. Oh lol, ich hab diese Disco-Kugel über mir und hab ganz kurz getanzt in Luft. Funny, was Alter. In der Luft? Was kann man denn noch machen? Ich kann okay. Saufkugel auf dich werfen, Saufpack. Ich flieg gerade durch, Tilted durch. Ich bin, oh mein Gott, ich bin jetzt ein okay, Tilted kann ich nicht kaputt machen, aber ich bin jetzt ein Cowboy, der durch Tilted fliegt, Tobi. Warum? Ich weiß nicht, weil ich jetzt in die Tilted-Zone geflogen bin und es hat mir direkt die Tilted-Tarnung gegeben, diese Cowboy-Zone-Tarnung. Lol. Schattenbombe auf dich werfen. Okay, mach mal. Oh, das geht ja gar nicht. Die ist ja auf mich, oder? Alles entspannt, Digga. Ich fliege hier gerade komplett durch die Mainmap, Alter. So, dann schauen wir uns mal den Meteoriten an, Leute. Also, wie gesagt, echt ein ziemlich, ziemlich cooler und lustiger Bug. Hör auf mit der Disconnect, Junge! Hör auf, Alter! Hör auf! Ein ziemlich, ziemlich einfacher und süßer Bug. Tobi, Junge, warum? Warum machst du mich zum Schneemann? Lass gut sein, Junge. Oh mein Gott, okay, Leute. Werden wir es schaffen, hier durchzufliegen? Wow! Okay, ich passe hier. Doch, ich passe hier durch. Yeah, wie geil! Wenn ich dir Items droppe, nimmst du die dann? Nee, ich kann ja auch keine Items gerade aufnehmen, tatsächlich. Aktuell im freien Fall. Man nimmt ja nicht auf. Was ich halt nicht verstehe, ist, dass ich halt alles hier kaputt machen kann. Okay. Disconnect wieder. Disconnect funktioniert. Okay. Schneemann funktioniert. Eisgranate funktioniert auch mit den Eisfüßen, haben wir gerade eben gesehen. Alter, ich mache hier gerade komplett das hier einfach kaputt. Oh mein Gott, Leute. Junge, ich bin Eismann. Eismann klingt richtig wack einfach. Super. Das ist einfach so ein Typ, der Eis verkauft. Ich stark. Bin Eismann. Okay. Ich reiß gerade komplett Dusty ein, Tobi. Okay, Dusty ist gleich down, Leute. Also wie gesagt, absolutes Baba-Feature. Keine Ahnung, ob damit irgendwann nochmal ein Spielmodus oder sowas kommen wird. Ich finde es auf jeden Fall mad funny. Ich meine, schaut euch mal bitte an. Ihr könnt die ganze Map quasi erforschen, alles euch anschauen und dabei, wie gesagt, Gebäude einfach zerstören, indem ihr gegenfliegt. Jetzt ist vorbei. Was hast du gemacht? Nichts. Jetzt bin ich hier auf der Map. Kann ich hier... Sag, wenn ich wieder hinmachen soll. Oh, danke dir. Oh, nice. Okay, Dusty geht down, Leute. Schaut euch an. Bam, Junge. Alles genommen, die Ehre von Dusty. Ich kann hinbauen oder so. Mach mal. Was ja, da passiert, ob ich dann die ganze Zeit hüpfe? Machen wir das hier weg, dann hole ich mir... Nee, geht nicht. Schade. Okay, mach nochmal rein. Ich möchte mich mal probieren zu riften. Ich kann auf jeden Fall nicht bauen gerade. Ich würde sagen, Leute, wir versuchen mal ganz kurz zu riften. Also ihr seht, vielleicht findet ihr damit sogar noch ein paar andere Bugs raus. Vielleicht kann man damit auch irgendwas anderes machen. Keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall mad funny, dass es funktioniert. Und wie gesagt, wer weiß, vielleicht wird das noch irgendwann nochmal genutzt werden von Epic Games. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz, dass wir vorne irgendwo in den großen Rift hier vorne reinkommen. Ich kann sogar markieren. Das siehst du wahrscheinlich nicht, weil du in einem anderen Team bist. Aber tendenziell könnte es sogar sein, dass ich rifte. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht fliege ich einfach gegen den Ball gegen. Okay, gut. Mal schauen, was jetzt passiert, Leute.
Wir sind jetzt in der Schwerelosigkeitszone. Ich bin geriftet einfach. Echt jetzt? Ja. Hä? Und ich fliege einfach weiter. Was passiert? Hier ist Holzmodell gefallen einfach. Okay. Also ich weiß auch nicht. Alles klar. Nee, warum nicht? Warum nicht? Okay, was, wenn ich in den Rift hier reingehe? Weil ich schieße mich mal mit dem Roboter an. Okay, Leute, ich zeige euch mal ganz kurz, was passiert, wenn man zu hoch geht. Man stirbt nämlich. Pass mal auf, weil wenn ich immer höher gehe, höher als die Skybox mir quasi erlaubt. Also wie gesagt, ich kann das natürlich hier die ganze Map wieder von oben angucken und sowas. Das hatten wir schon alles in dem Weltraumvideo, meine Freunde. Hier nochmal verlinkt, ihr seht es auf jeden Fall. Werde ich auf jeden Fall gleich sterben, da wenn ich diesen Bug gemacht habe mit diesen Luftballons und aus der Skybox quasi rauszukommen. Ich glaube, wenn ich jetzt immer höher fliege, müsste ich gleich wahrscheinlich irgendwann einfach sterben. Aber ja, auf jeden Fall ein richtig lustiger Bug. Ihr könnt, wie gesagt, damit die komplette Map ganz frei erkunden und ich glaube, euch so schnell bewegen, wie das bis dato noch gar nicht ging. Ist auf jeden Fall ganz nice, vor allen Dingen, weil man halt Gebäude, wie gesagt, kaputt machen kann. Außer den Tilts natürlich und fest verankerte Gebäude, die man sowieso nicht kaputt machen kann. Aber ansonsten, alles, was Damage quasi nehmen kann im normalen Spiel, kann man hier auch töten. So, ich bin an der Stelle gerade gestorben, meine Freunde. Und jetzt respawne ich wahrscheinlich irgendwo bei Tobi wieder. Ich respawne einfach wieder auf der Main-Insel hier, alles klar. Ja, sehr schön. Gut, Leute, das war's auf jeden Fall von diesem wunderschönen Bug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fliege jetzt mal ganz ins Wasser hinein, wie ein echter Superman, Alter. Hast du gerade das Ding weggemacht, Tobi? Ne, ich habe dich mit dem Schwert geschlagen. Okay, Tobi, ich fliege gerade ins Wasser rein. Ich sterbe jetzt wegen dir, ne? Nee. Doch. Ich rette dich. Ich kann nichts machen. Ja. Tobi, ich bin gleich tot. Nimm. Was ist das? Ich habe gemacht. Warum? Und wenn ich jetzt einfach das Wasser steuere, fliege ich trotzdem. Nein. So, Tobi, ich werde sterben und das ist deine Schuld. Auf Wiedersehen. Ah. Lol, warte. Mach mal das Ding weg. Mach mal das Ding weg. Okay, ist weg. Kann ich jetzt übers Wasser laufen wie Jesus? Oder sterbe ich jetzt einfach? Ich glaube, ich sterbe einfach. Nein, ich bin einfach gestorben. Cool, Leute. Das war's für dieses wunderschöne Video. Schaut auf jeden Fall gerne bei S-Cation vorbei. Den Bug haben wir gefunden bei Retaliate. Der ist natürlich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Wir wollen es einfach mal ausprobieren und euch zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.